Eh bien, welcome back dans ce forum 2020. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons. Vous étiez très nombreux ce matin. Je sais que vous êtes de nouveau très nombreux cet après-midi. Il y a 5 minutes, vous êtes encore plus de 330 à nous suivre. Et je voudrais saluer les personnes forcément qui viennent de Luxembourg, d'Allemagne, de Belgique, de France, des Pays-Bas, mais aussi celles qui viennent du Canada, d'Inde, qui nous suivent aujourd'hui. On a même vu encore des gens d'Australie, d'Albanie, de Suède. Donc, welcome to this forum, and I hope you will enjoy this afternoon. Ça va être une après-midi aussi extrêmement riche. Je vais introduire dans 2 secondes notre prochain atelier, qui sera suivi par un atelier sur les nouvelles générations, et notre invité d'honneur qui arrivera vers 16h45, par là. Et honnêtement, je l'ai entendu hier soir, j'ai passé ma soirée avec lui, je peux vous dire, ça vaut la peine, c'est vraiment extraordinaire. Il faut vraiment que vous soyez là pour écouter Riyad vers 16h45. Surtout, an die schwätzt auch dann mit ihr. Also 16:45, da könnt ihr einen eure Gast hin. So, wir bei IMS, wir haben sehr konkret, Theorie ist schön, aber Praxis ist viel besser. Und er ist eine Frau, die daran gestaltet, als es klar ging, dass Leute sich ganz viel Gedanken machen über die Informationsflut, über die Surplus und Informationen. Wie soll ich damit umgehen? Wie kann ich das konstruktiv gestalten? Und dabei wollen wir euch heute mit unterstützen. Wir haben ein Panel von ungefähr einer Stunde. Es sind mehr wie 10 Personen, die in und anderen darüber schwätzen werden, dass sie Leute aus der Praxis, Neurowissenschaftler, da geht es wirklich ganz handfest, praktisch tricken, wie ihr das machen könnt. Madame, wie können wir das machen? Christian, merci. Merci vielmals, ist alles gut, dass er heute mitmacht. Hier geht es um Praxis, ständig online oder technikaffin, in anderer Technik, darüber schwätzen wir noch. Und an den sozialen Netzwerken könnt ihr da auch darauf reagieren, an einem Chat. Wir sind in einem Zeitalter, wo es immer darum geht, online zu sein, immer disponibel zu sein, alle Nachrichten so schnell wie möglich zu kriegen. Es gibt immer mehr Leute, die andauernd drin sind, auch am Arbeitsleben. Das heißt, als Zeit geht durch die E-Mail und die verschiedenen Messagen, die wir kriegen, strukturiert. Und da könnte natürlich zu einer Überflutung am mental-geistigen Bereich, denn wir haben eine Informationsflut, eine Infobesität. Und die Kollegin vom IMS, an den Arbeitsminister, an die Handelskammer, an die Chambre des Salariés sind heute vertreten, für darüber zu schwätzen. Kannst du kurz auf die Risiken von der Informationsflut eingehen? Ja, das übermäßig Flut in Informationen stellt ein neues Risiko dar. Zumal wird da habe ich schon Employee betrifft. Wir stellen fest, dass es mehr Stress gibt. Es gibt mehr Aufmerksamkeitsdefizit. Es gibt immer mehr schwer, gute Entscheidungen zu treffen. Es dauert auch immer mehr lang, bis eine Entscheidung getroffen wird. Kreativität hält auf, wenn es darum geht, berufliche Probleme zu lesen. Man da bist du sie manne zufrieden mit ihrem Leben und auch manne engagiert. Mit das sie ja aber am Anfang die Sachen, die den Employer sich wünscht. Mit geht auch ein kollektives Risiko an einer Entreprise. Du merkst den, dass es immer mittags Krankmeldungen gibt, dass Informationen verloren gehen, dass Falschinformationen verbreitet gehen und dadurch hält auch die Gesamtproduktivität auf. Wenn in dem Projekt an einem Satz zusammenfassen müsste, das geht schwierig. Es sind 3 Phasen. Das Projekt lebt schon 2 Jahre. 2019, 2020 haben wir folgenden Erkenntnisstand. Wir haben da ein Barometer erstellt. Wir gucken, wie es heute zu Lützburg, wie eine Tendenz geht, wie es mit der Informationsflut zu Lützburg.
An der Lisier Hütte Barometer startet, könnt ihr rufen, ob Französisch oder ob Englisch, mit den Links, die ihr am Chat fand. An ob der Website vom IMS, da fand ihr auch einen Link, für bei diesem Barometer zu kommen. Wie gesagt, wir haben eine Phase, wo man Lesungen finden muss, für diese Flut und Informationen ein bisschen besser zu strukturieren, eigentlich als Gemeinschaft. Es gibt Leute, die probieren, Antworten auf eine Problematik zu finden, die immer mehr groß geht. Am Februar von diesem Jahr sind Schulungen gemacht, und die waren ziemlich überraschend. Da haben wir probiert, herauszufinden, wie ich die Risiken von der Informationsflut minimisieren kann. An der dritten Phase, das ist die Phase von der Sensibilisation, da geht es darum, als Wissen weiter zu vermitteln, gute Ideen weiterzugehen. Und das kann ich zum Beispiel am Kader von einer digitalen Konferenz, man geht um Aufklärung, es geht auch nach die virtuelle Ausstellung, die wir anbieten, die könnt ihr den ganzen Tag besichtigen, Infobesit, übermäßig Informationsflut. Und das sind Möglichkeiten, für sich zu begegnen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass die Unternehmen sich an diesem Projekt beteiligen. Wir fanden natürlich auch Informationen zu diesem Projekt. Es gab viele Begegnungen, die durch stattfanden. Es sind viele Lesungen vorgeschlagen, die wir heute mal stellen. Vielmals mehr. Merci, Mathilde, für diese Informationen. Wir kommen zu unserem ersten Partizipant, da geht es um E-Mailen, die haben die Welt revolutionär, immer mehr E-Mailen, Dokumente, Fotos, alles immer nur ein E-Klick weit weg, das kann ich gar nicht mehr ausblenden. Obwohl es natürlich am Anfang flott ist, gibt es natürlich aber auch deutsche Seiten, wenn ihr mal guckt, wie das an den Unternehmen gehandhabt wird, dann merkt ihr, dass E-Mail in DAX zu Stress an eine Reduzierung von der Effektivität feiern. Wie soll ich die E-Mail managen, für das zu verhindern? Der Marc Jacobi sieht das noch etwas dazu. Marc. Directeur du service santé chez ArcelorMittal. Vous travaillez notamment à la prévention des risques. Ihr seid den Head of Health von ArcelorMittal, die sind selber Doktor und zuständig für psychosoziale Risiken. Was könnt ihr dazu sagen? Also, was psychosoziale Risiken angeht, ja. Da also gut Management ganz, ganz wichtig, das muss gut geregelt gehen. Wenn ich zum Beispiel Formationen anbiete zu diesen psychosozialen Risiken, dann merke ich, dass es da verschiedene Aussichten gibt über die Bedeutung von den E-Mails, wenn es um Stressbewältigung geht. Heute sind ich erstaunt, wie eine Bedeutung die E-Mail heute erst nach hört. Da sind Leute, die so zu mir. Ich habe 5000 Mails in meiner Mailbox, das ist mir ganz egal. An anderen, die so immer, wenn ich an Vakanz fahre, dann mache ich mir eine Notiz, wo ich klar so, ich bin an Vakanz, bis dann und dann. An den Tag, wenn ich zurückkomme, da werde ich alle gut E-Mails löschen und da muss ich sie nach einem Kehr schicken. Und da gibt es den emotionalen Aspekt von den E-Mails. Es gibt Menschen, die müssen permanent an Echtzeit Informationen kriegen. Das führt bei ihnen dazu, dass sie sich mehr lieben, viele mehr dynamisch. Mit gibt es auch die Möglichkeit, dass eine neue E-Mail an der E-Box und da gehen sie nervös. Ja, wo können wir dann aussetzen, für ein gesundes Management vom E-Mail-Verkehr zu kriegen? Also ich meine, ich habe zwei Proposen. Eigentlich haben wir ja einen biologischen Rhythmus. Normalerweise zwischen 9 und 11 Uhr
Neues aus dem Zeitpunkt, wo wir die besten Kognitivkapazitäten haben. Aber wenn wir einfach gucken, wie wir unseren Tag verwalten, da fangen wir das mit Versammlungen an oder wir gucken E-Mails und wir beantworten die. Aber genau diesen Zeitpunkt könnt ihr viel besser nutzen. Wir werden gerade zwischen 8 und 11 und den E-Mails schaffen, ein Platz etwas anderes zu machen. Wir werden nicht etwas machen, was mehr große Kognitivkapazitäten erfordert. Das ist, wenn möglich, wir müssen einfach signieren, so machen und auch verhindern, dass ein gesucht kriegt, ein Notification kriegt, dass ein E-Mail ankommt hat. Wenn ihr nämlich nur denkt, dann ist alle Klangsteuerung, die feiert dazu, dass ihr bis zu 10 Minuten Arbeitszeit verliert, ehe ihr sich darum konzentrieren kann. Man hat einfach eine Meldung, ich bin out of office, ich bin nicht am Büro. Aber wenn etwas Dringendes geht, da könnt ihr jetzt gleich so, sie soll nicht anrufen. Und die Leute zecken euch dafür, einen anzurufen. Und die Hemmschwelle für eine Mail zu schicken, die ist viel mehr klein. Und ob die Erde weiß, kann ihn das alles viel besser managen. Und am Ende vom Tag hat ihn dann Zeit, für den ganzen Mailverkehr zu beantworten. Und das betrifft auch die Leute, die eine Kopie gesagt haben. Ich erinnere mich an einen Prof auf der Uni, den hat gesagt, wenn ein Patient schon 3 Medikamente verschrieben hat und die will ihm nur noch 4 verschreiben, dann muss er einen von den 3 anderen wechseln. Und dadurch kann ich viele Nebeneffekte vermeiden. Das kann ich natürlich auch umsetzen, ob die Handhabung vom Mailverkehr. Wenn ich eine Person eine Mail geschickt habe, aber wenn ich da 3 oder 5 Kopie setze, dann sollten das wirklich nicht mehr die sein, für die das Mail eine Plus-Value darstellt. Es soll nicht einfach an der Welt rumgeschickt gehen, an Mailboxen verstoppen. Vielmals merci, Herr Wirtz. Die sind Generaldirektor von Polo Winkel. Was können die Reis dann um Möglichkeiten umgehen, für die Informationen und Mail besser zu verwalten? Da muss ich so ein. Da hat sich ja viel gedauert, wenn er guckt, was das alles geht, WhatsApp etc. Und du kriegst ihn andauernd Notifications, also eine Meldung, dass etwas angekommen ist. Andauernd vibriert ein Telefon. Und da geht es darum, eine Notifizierung, geht ihn dauernd unterbrochen. Und all diese Unterbrechungen kosten uns 5 bis 6 Sekunden. Das ist, wenn wir 50 Mail pro Tag haben, dann heißt das, dass wir 4 Stunden von unserer Zeit pro Woche nicht mehr darauf verwenden. Ich habe schon bei einer Formation gesagt, ich bitte euch 4 Wochen mehr Congé, wenn ihr einfach eher E-Mail-Notifizierungen aufschaltet, weil nicht mehr dann konzentriert ihr euch wirklich auf das, was ihr gerade schafft. Es gibt so viel soziale Netzwerke, Foren etc., wo ihr dran angeschrieben ist, und da kriegt ihr andauernd so Meldungen, so Notifications. Was soll ihr machen, zum Beispiel, wenn ihr eine Vakanz kennt? Fängt ihr dafür dicht an, sich zu strukturieren und zu gucken, wie ein E-Mail zu euch kriegt, wie ein sie wichtig für mich oder nicht. Wegen Abonnementen sollte ich zum Beispiel einfach kündigen, für du keine Meldungen mehr zu kriegen. So ging dann nämlich als E-Mail-Box wirklich auffüllen. Ja, was der Posteingang, also Mailbox, angeht, dann haben wir den Bereich von 9 bis 11. Also, bei uns geht das einmal pro Tag eitel gemacht, da ist mir statt sogar meine Frage. Und du gehst Sachen nochmal für dich verschafft. Und
kann einmal für die E-Mails beschaffen, die ein bisschen schwierig sind, wie zum Beispiel für eine Steuererklärung. Und da ging ich auch dazu roden, für dich zu sortieren. Was muss direkt beantworten, was kann ein bisschen werden, was braucht ein bisschen mehr Zeit, was geht ganz sicher. Und dass man dafür den Posteingangskass eitel mache und dann entscheiden zwischen dem, was die nächste Aktion soll sein, also Informationen, die mir auch verschickt und mir empfängt und dann nehmen wir verschicke ja auch Informationen und wir kriegen Antworten darauf. Das heißt, du musst ihn auch gucken, was kann werden, was muss direkt gelöscht gehen. Thierry Kellens, die sind beim Business Development Support bei CACEIS. Das heißt, die sind so eine Schnittstelle zwischen verschiedenen Abteilungen. Eine Entreprise hat ganz viele verschiedene Aufgaben. Es gibt einen E-Verdeler, aber die waren nicht zufrieden mit der Lösung. Nein. Weil du als Südverein wohl erreicht gehen, aber es war damals eine Informationsflut, eine Überflutung, gleich tun lauter Informationen kriegt, ohne den Unterschied gemacht, wen das einfach nur in der Kopie gesagt, wen du das wirklich müsste kriegen, an die größten Probleme, die wir festgestellt haben. Das Problem war, dass wir mehr Leute die Informationen kriegen, da bleibt das Problem von der Antwort. Wen ist zuständig für die Antwort? Weil das DAX 400 Leute geantwortet haben, aber derselbe Person geantwortet haben. Die haben dann leider Kopie gesagt und da waren nicht verschiedene Antworten, sodass wir im Allgemeinen dazu übergegangen sind, eine andere Lösung zu sichern, weil das viel zu viel Zeit verloren ging. Und die Leute sind durch Genie gehen, die Leute, die E-Mail gekriegt haben, die sind durch Genie gehen, weil sie nicht wussten, wie das da genau adressiert, wie das handelt, dem dritten Verdeler. Und das Image noch draußen hier war dann auch nicht immer super. Es sind einfach, der muss viel unnötig E-Mails verschickt gehen. Wir waren alle ziemlich überfordert mit der ganzen Flut von E-Mailen. Und das wollte man da unbedingt reduzieren. Das heißt, die hat du eher Verdeler löscht. Durch ein allgemein Entree-Ersatz oder wie? Nein, wir haben eine allgemeine E-Mail-Adresse, also ein allgemein Entree, zu dem haben verschiedene Personen Access. An der Platz mehr Mailen haben wir dann nicht mehr eng. Und das macht die Trickverfolgung von der Box auch viel mehr einfach. Du kannst vielleicht eine Nachricht und du brauchst natürlich einen, der das ganz an die Hand hält. Und da muss ich gucken, ob vielleicht noch einen zweiten Gang da ist, zu dem wird, ob der eigene Adresse auch könnt. Aber auf jeden Fall, wir sehen, wen zuständig ist. Und wir sehen, wer das für mich persönlich ist, wer das eine allgemeine Information. Das ist ein bisschen schwer, das umzusetzen, weil es immer so gemacht, eine Person ist hauptsächlich für diesen Posteingang zuständig. Die Informationen gehen an einem Dispatching verdient oder es geht eine kleine Meldung raus. Schon eine kleine Message, kannst du dich darum kümmern? Und sie vielleicht noch ein paar Leute für den Backup zuständig, weil es muss ja aber reagiert gehen auf all die Messagen. Und ganz kurz, ganz schnell, wann für den großen Vorteil erfährt sie von dieser Lesung. Der große Vorteil ist, dass die Information zentralisiert wird und wir so einen besseren Überblick kriegen über die Problematik. Das heißt, du hast eine Person, die sich darum kümmert, die guckt nur allem und die weiß dann auch, und welche Gesprächspartner sie sich genau richten soll. Dann hat er mehr Echange, ob formell oder informell, er da weiß, unterstützt auch Zusammenarbeit. Also die Person kümmert sich dann darum, um diesen Posteingang. Da gibt es natürlich aber auch eine Echange, wenn die Person
die sich um dieses Konto kümmert, kennt sich vielleicht nicht mit anderen Sachen aus. Und dadurch lehren die noch immer mehr bei. Und aufgesehen davon, dass E-Mails verschicken an erhalten gehen, sind wir ja auch alle gute Absender, also schicken wir alle gute E-Mails. Ja, ich habe gedacht, ging durchgehen, die Mailen zu sortieren, die herankommen, aber nicht nur bei einer Unternehmen, sondern auch an anderen Firmen, stellen einen Overload fest. Das ergibt sich auch aus schlecht formulierten E-Mails. Es kann Ihnen an drei Zeilen ganz klar so, worum es geht. Das dauert 50 Sekunden und nicht mehr. Ich ging aber wirklich dafür plädieren, eine E-Mail zu strukturieren. An der Primärschule haben wir vielleicht gelernt, kleine Texte zu schreiben, kleine Aufsätze zu schreiben, aber nicht unbedingt E-Mails zu schreiben. Und da benötigt eine gewisse Systematik. Das ist wirklich nicht schwer, A, B, C. An zwei Zeilen kann ich etwas beschreiben. B als dann Basis, als die Wirkung und dann ein Schlusssatz. Da muss ich eine kurze Summe fassen, was ich von der anderen Person erwarte. Zum Beispiel, ich brauche das Dokument für meine Mitte zwei Uhr. Und dann muss vielleicht Dokumente kommentiert gehen, aber zum Schluss sieht ihn dann nach einem Kehr so die Deadline als Menden im D&D-Auerzeit. Für das ist ganz klar, als wie den Auftrag erdeelt wird. Also was da ausschlaggebend ist, dass das klar ist. Probiert nicht nur Kürzeln zu verwenden oder Kontexte, die nicht mehr intern an der Firma bekannt sind, aber nicht extern bekannt sind. Es muss wirklich klar sein, und dafür braucht ihr eine Basis, eine Grundlage, was das Thema genau an der Ganz muss dann an den Kontinu angebettet gehen. Wir müssen es kurz fassen. A, B, C. Für den Aufbau von einer E-Mail, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Max, dann komme ich noch mal zu Ihnen. Komme nicht nach Renke zu ihr. Ich würde dir dazu etwas zu sagen, wenn ihr eine E-Mail kriegt, die eine Reaktion bei uns auslöst, sehr viel Stress, Roserei, Angst, an so einer Situation, soll ich auf keinen Fall direkt auf die E-Mail reagieren. Ich schwätze nur aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich eine E-Mail kriege, die mich irgendwie irritierte, dann habe ich Tendenz, hier direkt zu antworten. Aber da muss ich mich zurückhalten. Aber so nee, an einer Stresssituation können wir nicht kommunizieren. Als Botschaft, als Message könnte man nicht gut rüber. Mir gehen da vielleicht eine negative Reaktion frei, die aber auch eine negative Folge haben kann. Also am Resümee, wir mussten also ein bisschen Zeit gehen, ein bisschen Aufstand gewinnen und dann recht antworten. Wir mussten probieren, die Situation aufzuwägen, eine positive Ausstellung zu finden, für Informationen zu vermitteln, für dass es ein korrekter Weise für Kommunikation bleibt. Wie kriegt ihr Team an ihr Departement dazu, gut mit E-Mails zu schaffen? Ja, wir schaffen ja an Equipen, wir probieren gut zu schaffen, ohne Zeit zu verlieren. Da gibt es drei Pilien: Pädagogik, wiederholen und dann natürlich auch Durchhaltevermögen. Pädagogik ist einfach zu verstehen. Wie ein Interieren von Mitgliedern von meinem Team, von meiner Equipe, wie weit also dann hier im Interieren das gut geschafft wird, wenn wir verschiedene Instrumente auswählen oder Tools auswählen, viel zu kommunizieren oder wenn wir intern oder auch außerhalb von der Firma kommunizieren wollen, dann muss man auch dahinter stehen. Wir haben verschiedene Informationskanäle, zum Beispiel Skype etc. Alles hat seine Vierer, seine Notdele. Aber wenn sich am Team einig ist,
dann hast du den gut Grund, werde benutzt, dann hast du den gut Grundlach. Der Tisch, wenn ihn teamfähig ist, wenn ihr gut zusammen schafft, dann kann er noch mehr performant. Ganztags beschäftigt die Tendenz, sich verschiedene Sachen umzugewinnen. Heinz, das sind schlechte Sachen, die ich so gewinnt, aber wenn man gute Reaktionen immer wiederholen, dann setzt das sich auch durch. Ein Fehler soll nicht verurteilt gehen, da kann ich so und du hast das gemerkt, das ist nicht schlimm, ich muss ich probieren, sich dann umzugewinnen. Das heißt, da muss auch ein gewisses Akkompagnement sein. Wir stehen Handeisen-Equipen, wir wollen, dass sie weiterkommen, aber wir müssen dann natürlich auch an dem Stuhl, was mir viel schlagen. Heinz, so kann ich so ein oh, schicke, schnell ein E-Mail, mir das wäre ja aber nicht kohärent, wenn ich Ihnen für Druck gepredigt und Sie sollen einen Kanal benutzen. Mark, bei ArcelorMittal kann ich da so einen Schritt umsetzen. Ja, wir sind dabei, ein allgemeines Kader zu schaffen, viel gut mit Mailen umzugehen. Wir sind dabei, Regeln festzusetzen, die von Jitverengen können benutzt gehen. An der Gedenkformation von 21 Tisch, wo Jiterin all da eine kleine Videosequenz kriegt, wo erklärt wird, wie ihr besser mit E-Mailen umgeht. So kann ich das löserlos verbessern. All Equipe und all Team kann auch so herausfinden, was für sie am besten adaptiert ist. Das wird nicht einfach so ausgewählt, dass sie auch zielorientiert. Wenn wir ein Gewohnheit ändern wollen, dann muss man etwas machen. Also zum Beispiel die Zahl 21 steht, das ist auch nicht einfach so ausgesichtet. Also wenn ich etwas Schlechtes an etwas Gutes im Wandel will, ein Gewohnheit zum Beispiel, da brauche ich ungefähr 3 Wochen dafür. So, kommen wir zum nächsten Redner. Wir haben festgestellt, dass viele Employees die E-Mail-Flut da gesehen haben und sich völlig komplett überfordert fühlen. Dort kommen Sachen ran, sie schicken Sachen raus, sie probieren das zu organisieren. Aber diesen Wandel muss an der Entreprise begleitet gehen. Dans l'ordre qu'on veut. Die entweder täglich oder alle Woche eine riesige Reihenfolge, wo man also kann daraus schaffen, mit Beispielen, mit verschiedenen Funktionen, Funktionalitäten, für die beste Arbeit zu machen. Vielmals merci. Lo. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es gar nicht so schwierig, E-Mails zu verschaffen und zu verschicken. Hallo, machen wir Führung mit unseren 3 nächsten Gästen. Es geht nicht nur über E-Mails, es geht auch um Telefon, E-Mail, Messages, SMS, alle Plattformen, alle Kommunikationsmittel kommen zusammen mit verschiedenen Formen. Sie sind immer an überall präsent, aber aussprachen heißt. Was soll also eine Strategie sein, für die digitale Wirkung am besten zu nutzen? Und ich begrüße als 3 nächste Gäste. Gaëtan de Lavillon, Sie sind Doktor der Neurowissenschaften, CEO bei CogX. Und Mireille, Sie arbeiten mit Gaëtan. Und Sie sind ein erstes Mal in Luxemburg, um alles in den richtigen Kontext zu stellen. Wir hatten eine 2-stündige Schulung und wir wollten die Theorie und die Praxis anhand von Beispielen miteinander verbinden. Es geht darum, die mentale Belastung im digitalen Zeitalter zu messen. Welches sind Ihre Erfahrungen, die Sie beide bei diesem Lehrgang gemacht haben? Welche Informationen haben Sie erhalten? Welche Gewohnheiten haben Sie übernommen? Also
die Information aus zum richtigen Zeitpunkt kommen und dass wirklich alles auf den Kopf gehalten ging, was wir hatten durch die Corona-Krise. Wir hatten den Lockdown, das heißt, wir hatten einen Fluss von Informationen, die auf uns zugekommen sind. Ich hatte vier große Veränderungen am Menge der Weiß, für mit den E-Mails umzugehen. Für das erste Mal hatte ich mir drei oder vier Mal den Tag vier geholt, mit den E-Mails zu schaffen. Nicht so sehr, wie sie rausgekommen sind, aber ich habe gewusst, verschiedene Zeitfenster gewählt, für sie zu bearbeiten, auf Funktion von ihrer Urgenz. Da muss ich nicht ständig irgendeinen Klick hören. Das lenkt nicht mehr auf, dass ich nicht mehr konzentriert an wann ein E-Mail zum Beispiel verlangt, dass sie sich darum kümmert. Da sollte vielleicht die kleine Fendel drin hängen oder ein To-Do drauf machen. Und dann hole ich mir Zeit, in 4 Stunden, für auf die E-Mail zu antworten. Vierter Punkt, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ich sehe viel mehr Regeln und Filtre für Newsletter sind wichtig und nützlich. Wir sind auch, die sind nicht mehr nützlich. Ich klassiere dann an meiner Inbox, an meinem Spät, wenn ich gut Zeit habe, da lese ich die. Und ich habe all die Rotschläge zu Herzen geholt. Das ist auch wichtig für meinen Privatbereich. Ich habe WhatsApp, WhatsApp-Gruppen, Messenger-Gruppen. Auch da habe ich eine Vielzahl von Nachrichten. Und die Philosophie hat mir auch privat geholfen. Andrea, was hat dir aus dieser Schulung mitgeholfen? Ja, genauso wie Mirei. Von Customer Experience Knowledge Lab ging ich auch so, dass eine Herausforderung für zu wissen, was ein ausgewogen Work-Balance, Work-Life-Balance ist, an die drei Praxen, die drei Lesungen, die ich mir zu Herz geholen, bestehen daran, dass ich für das Mal sicherstellen, dass ich ein Zeitfenster für gesehen, für meine E-Mails zu schaffen. Das heißt, ich will für das Mal mich fragen, was steht heute im Programm? Und administrative Arbeit, was braucht besonders Konzentration, geht in dem Meeting. Ich selber sehe meist mehr produktiv. Und ich probiere dann für die kreative Arbeit, führen damit es Spaß zu machen. Und nur mit das, habe ich meine Zeit für Meetings, also für Versammlungen und so weiter. Und dann noch, kann ich noch Benachrichtigungen ausschalten. Wenn ich konzentriert bin, da will ich wirklich konzentriert sind und ich schalte alles aus auf die sozialen Medien, weil wenn ich nicht konzentriert schafft, aber wenn wirklich etwas Dringendes kennt, dann sollten die Leute schon den Telefon ergreifen und mir rufen. Und da kann ich auch ihr Problem dementsprechend behandeln. Und dann muss ich noch regelmäßig Pausen erleben. Wir haben die Chance, dass wir an einer Entreprise schaffen, wo der Mensch am Zentrum steht, und auch Personalabteilung, die lädt auch regelmäßig Pausen an, aber springt nicht von einem Punkt auf den anderen. Heute kann ich 5 Minuten einmal durchatmen, einen Tasse Kaffee trinken und das hilft. Und wir konnten auch so den anderen weisen, die muss nicht ständig rund um Tag 24 Stunden auf 24 präsent sein. Das ist nicht, dass der Mann effizient sieht. Nein, passt auf, ob ich selber und ob er Manier für zu schaffen, für dass er am Endeffekt noch mehr effizient könnte sein. Was für eine gute Praktik sollte man dann annehmen? Ich meine, war ich ganz froh über die Erfahrungsberichte, die HIV gedroht sind. Das ist immer interessant zu hören, wie Neurowissenschaft sich auf die kognitive Möglichkeiten niederschlägt.
die Veränderungen sind nachgeholt gehen, weil sie entsprechen also natürlicher Funktionsweise. Wie kann ich die Zeit organisieren, mit Filtern und so weiter. Und im Endeffekt unterstützt das als Aufmerksamkeit, die ständig gefordert ist. Filtern für das Gehirn. Das ist nicht ganz automatisch, die muss ihn ersetzen. Wir beklagen uns über all die Nachrichten, sie haben Sinn. Also wir haben trotzdem Tendenz, für den Blick drauf zu gehen. Und wenn ihn das ganz bewusst ausschaltet für eine gewisse Zeit, dann ist das gut für unsere Aufmerksamkeit. Und dann... Es könnte auch nicht den ganzen Tag über selbst leistungsfähig sein, wenn wir bei enger Aktivität, die immer dieselbe Forderungen an uns stellt, dann geht ihm mehr sehr mit. Und er stellt sich vor, wie kann ich Zeit anders abdehnen, für das wir als eigene Fähigkeiten noch besser ersetzen können. Und dann noch ein letzter Punkt, der mir ganz interessant scheint, an der Status Kaffeetas, die wird oft benutzt, für zu so einer Zeit für eine kleine Pause. Das sind kleine Sachen, die nicht viel kosten, die man aber individuell umsetzen kann. Und das ist auch ein Signal für die Organisation von einem Betrieb. Es geht auch gesellschaftliche Normen, kulturelle Normen, was man mehr individuelle Aktionen hat, was irgendwann besser durchentwickelt wird. Das braucht eine gewisse Zeit natürlich. Wir sind froh, dass Gaëtan bei uns ist. Andrea, was würdet ihr erleichtern, dass sie wiederholen? All die Leute, die an dieser Schulung teilgeholt haben, waren auf demselben Stand. Wir haben neue gute Praktiken angefordert. Und alles ist ganz selbstverständlich aufgelegt. Es hat keine Frage gestellt. Wir sind auch froh, dass wir besser organisiert sind und noch mehr gesund schaffen können. Und wie positioniert sich ein guter Manager, an dem man das gute Beispiel weiß. Ich habe die große Chance, mit so engen Managern zusammenzuschaffen. Ein guter Chef muss immer den Mensch am Blick behalten. Er muss empathisch sein und er muss seine Equipen auffordern, auch empathisch zu sein. Also wenn mein Chef an Congé geht, da sieht er nicht, gucke mein E-Mail nicht tun. Wenn es wirklich etwas Dringendes gibt, da schreibt man ein SMS an dafür wird auch kein von uns, dass wir während unserem Congé die E-Mails, die geschäftlichen E-Mails lesen. Wie ist bei euch, Mirai, bei Victor Bulk Services? Also bei uns, besonders während der Periode vom Homeoffice, sind wir besser betreut, was die Kommunikation anbelangt. Wir probieren ganz einfach, eine klare Hierarchie festzulegen, um zu wissen, was für eine Information nur wen vorgelegt wird, für das es nicht zusätzlichen Stress gibt. Also, ein Manager muss das gute Beispiel geben. Und das war auch das Sujet von der vom theoretischen Teil von dieser Schulung. Das ist wichtig zu sehen, sodass die Ernte abgeht. Und da geht es ja auch um gute Praktiken. Es sind so kleine Sachen, wie zum Beispiel, wen setzt den Akopi, bleibt alle gut oder nehmen bestimmte Personen. Und da muss ich natürlich auch so wenig Empfänger wie nehmen irgendwie möglich umgehen. Es macht keinen Sinn, für die Mail wirklich und Leute alle gut zu schicken. Soll den klaren Überschrift, klaren Titeln und an nachdenken, ob er noch wirklich soll anfangen, ob ein Kettenmail, Schneeballmail, wenn das Umgangsthema schon lange nicht mehr relevant ist, irgendwann ein Krieger soll den eine neue E-Mail schreiben. Und dann, dritter Punkt. Der will nicht vergessen, dass es doch wichtig ist, dass wir nicht zu schwätzen. Weil
wenn ein Mail mehr wie drei Mal hin und zurück geht, dann ist ganz klar, dass die Mail nicht mehr das korrekte Mittel ist. Das sollte besser man nicht schwätzen oder eine virtuelle Sitzung organisieren, für man nicht zu schwätzen. Es dürfen also nur viele Aspekte genannt. Was muss der Manager denken, für das die guten Praktiken umgesetzt werden? Also für dich muss ich bewusst gehen. Der Manager muss sich bewusst gehen, was die Besuchen sind. Er muss für dich seine eigenen Praktiken analysieren, aber auch die Praktiken für seine Mitarbeiter. Und was er mehr hat an der Hierarchie ist, was er umso weniger kapabel ist, sich an die Situation von dem anderen zu versetzen. Das gilt nicht für alle Führungskräfte. Mehr für die Führungskräfte als so, dass sie große Schwierigkeiten haben, für sich an die Situation von einem anderen zu versetzen. Dafür ist es wichtig, dass sie einen klaren Kader haben, für sich auszutauschen, für sich an die Situation von Mitarbeitern zu versetzen. Dann brauche ich noch einen gemeinsamen Spruch. Wenn ich mal weiß, wo ich stehe, an einer Equipe, wenn ich eine Diagnose von der Situation habe, dann muss ich, in Funktion von den Besuchen, von der Situation auch, dann muss ich Praktiken konkret umsetzen. Also wenn es 50 verschiedene Praktiken gibt, dann muss alle Führungskraft mit seiner Equipe festlegen, was für eine Praktik Sinn macht, und sie probieren. Das ist ganz wichtig, dass ich etwas kann probieren. Und der Manager muss wissen, dass das viel Zeit in Anspruch hält. Und da muss ich noch sehen, was das dringend ist und was nicht. Und da geht es natürlich viele Gewohnheiten, die sich angeschlagen haben, die ich überwinden muss. Es geht darum, dass ich einen gemeinsamen Spruch schwätzt. Und natürlich braucht er Zeit, bis sich etwas ändert. Mein Frau und Publikum, was denkt ihr davon? Und ihr Praktiken zählen, die weisen, wie ich kann, an einer Welt, die ständig online ist, für sich da besser zu arrangieren. Wir werden auf Ihren Feedback. Also, das nicht nur am Berufsleben, wo es verschiedene Kommunikationsmedien gibt, mehr wir haben noch ganz leicht Zugang zu allen möglichen Daten und zu allen möglichen Datenbanken. Wie machen wir das am besten für uns zu informieren? Sébastien Würth hat sich mit dieser Frage befasst. Sébastien, Ihre Meinung noch, wenn ich eine Sicht auf Internet mache, wie soll ich das am besten machen? Also der Wert, das zu machen. Also, wenn es darum geht, für sich zu dokumentieren oder für eine Recherche bei Google zu machen, ich kann zum Beispiel ein Stichwort geben. Stell dir mal vor, die merken sich bei Google und der künstliche Intelligenz und da kriegt er nicht unbedingt die Dokumente, die am wichtigsten sind, mit den Dokumenten, für die bezahlt werden. Aber es gibt auch Instrumente, die Filter machen und die sagen, ich will nicht die Artikel, die gleich die Jahre veröffentlicht sind. Es gibt also viele Tricks, für sich zu verfeinern, wenn die Dokumente oder Artikel sind oder PDF-Dokumente oder Doc-Dokumente. Da kann ich zu Google so nicht vernehmen, Dokumente, die als PDF aufgespeichert sind. Auch an den sozialen Netzwerken. Da kann ich die erstellen, so dass verschiedene Sachen von vier Ruf ausgeschlossen sind. Trotzdem stellt ihr immer fest, dass man eine Flut von Informationen kriegt. Wie kann ich da mehr effizient schaffen und trotzdem immer umlaufend bleiben? Wir brauchen auch Zeit, für Recherchen zu machen. Mit Google oder mit anderen Sichtmaschinen, wenn ich ein Dokument realisiert habe, da gehe ich die ganze Gruppe Referenzen an. Und da gucke ich auf Google, was schon
zu dem Thema gesagt haben. Da verlieren ich dann natürlich nicht viel Zeit. Aber für dich muss ich eine ganz klare Recherche machen, für zu gucken, wie eine Quelle das existiert. Da sieht man in der Bibliothek und da kann ich so nicht fertig die Quelle für die Fortsetzung von meiner Forschungsarbeit, also die Quellen, die ich schon kennt. Die sollte ich vielleicht an einem Katalog zurückhalten, für das ich weiß, was für eine Quelle gut sind und was für eine Quelle, das ich auch in Zukunft benutzen kann. Zum Beispiel, wenn ich alle zwei, drei Zeitungen liest, dann möchte ich keinen Sinn. Für auch nach Le Monde.fr oder auf andere Zeitungen gucken zu gehen, all die Quellen oder die Informationen von den verschiedenen Zeitungen können zusammengefügt gehen. So kann ich zum Beispiel Fitboard, wo ich kann suchen, könnt ihr mir, wenn ich lief, alle Informationen aus den Zeitungen, aus Guardian, aus Le Monde, oder wenn ich mich für Fotos interessiere, da so nicht, jo, ich hatte Logair, alle Informationen aus der Quelle. Und dann kann ich seine eigene Zeitschrift erstellen, brauche ich nicht die verschiedenen Webseiten unzuklicken. Und kann den da auf LinkedIn einfach die Magazin nennen, also nicht, weil die Informationen aus denen an denen Quellen, und da verliert ihr nicht so viel Zeit, wie wenn ihr an alle Zeitschriften das einzeln abruft. Und das ist eine ganz praktische Manier, für das zu machen. Vielmals merci, vielleicht werden das noch probieren. Vielmals merci, Sébastien. Also, die wissen, wie in Informationen sicht. Ich habe natürlich einen großen Vorteil, aber wie kann ich das vernetzt nutzen? Wie kann ich das als Entreprise nutzen, für besser zu schaffen? Und da gibt es konkret Lösungen für den Austausch von Wissen innerhalb von den Entreprisen. Hallo, hier haben wir mehr darüber. Gilda? Sie mir lang? Oh, anscheinend ja. Vielleicht sollten wir kurz warten, ob der Jean-Yves noch dabei kommt. Nein, Gilda, ihr seid Knowledge Management Lead bei der Handelskammer. Was ist Ihre Rolle bei der Chambre de Commerce? Lo, was die großen Herausforderungen von einer Entreprise betrifft, also für das Management vom Wissen, da stellt sich die Frage, wie kann eine Entreprise mehr leistungsfähig und mehr widerstandsfähig gehen? Resilient, das ist eine Nation, die stark an Bedeutung gewonnen hat in letzter Zeit. Natürlich stellt sich die Frage von der Kultur von der Entreprise, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wie kann die Identität von der Entreprise vorgehen? An den verschiedenen Departementen. Das ist nicht so einfach. Und das ist aber ein ganz interessantes Phänomen. Wie kann ich Systeme und Konzepte ausstellen, die es ermöglichen, die Unternehmen, die Entreprisekultur abzubauen, die durch die ganze Organisation da durchgehen? Gibt es da Techniken? Ja, das ist natürlich ein transversaler Approach. Das hat natürlich auch ganz viel zu tun mit Kommunikation, interner Kommunikation. Da muss auch ein Departement vom Personal ganz aktiv sein. Da braucht man eine neue Approach, muss eine Synergie schaffen. Muss in Transparenz schaffen. Und was die Rollenverteilung anbelangt, da haben wir einmal den technischen Aspekt. Da brauche ich ein elektronisches Management von Dokumenten und doch eine entsprechende Strategie an den anderen Teil. Aus dem menschlichen Aspekt und du
muss in sich auf Person konzentrieren. Der Mensch kennt viel um ihn. Vielmals merci, das ist ganz interessant. Jean-Yves, dir hat eine andere Approche zu der Frau. Dir hat Forschungsabteilung bei ArcelorMittal geschafft. Was macht die Plattform? Sie hat erstellt gegen den Berater. Und hier geht es um drei wichtige Aspekte. Einmal, wir gehen gerne wissen, wie kann nützlich Wissen für geht, sinnvoll Wissen, also Forschungszentren an ihre Experten, an ihre Forscher, die müssen sinnvoll Wissen und ihre internen Benutzer für gehen. An Fabrik und Direktion von der Entreprise und Verkaufsabteilung. Und das ist ein wichtiger Aspekt von der Forschung. Und dann muss das Wissen für die gehen, und auch tatsächlich, wie in Sache kann an Praxis setzen. Die Erfahrungen muss ich noch für die gehen, die Erfahrungen von den Experten, von den Forschern. Es geht also darum, auch Denkweise von den Forschern zu verstehen, auf ihren zu gehen. Du hast also, da der weiß, wie das Wissen geschafft wird, das er da weiß, muss auch für ihn gehen. Und dann muss man natürlich probieren, die Lernfähigkeit von den jungen Mitarbeitern zu verbessern. Sie müssen so schnell wie möglich an der Entreprise lehren. Sie müssen selbstständig lehren können. Wir können kollektiv Wissen zu schaffen am Interesse von der Entreprise. Und das Instrument, das ist eine Form von Sichtmaschine, wo ich kann Wissen erfassen. Was ist dann die Differenz par rapport zu einer klassischen Sichtmaschine? Ja gut, dieser Prozess, Produktionsprozess für Wissen ist gerade so wichtig wie das Wissen selber. Dieser Produktionsprozess für Wissen als folgendes, tut ein Problem, eine Herausforderung und zieht eine Antwort. Und dann gesagt, wie eine Lösung das geht für ein Problem. Also stellt ihr fest, dass es einen Link gibt zwischen der Frage und der Antwort. Und das ist wichtig. Und dafür ist es immens wichtig, die richtige Frage zu stellen. Es geht also darum, für Fragen zu stellen, der Forschung und der Entwicklung, Fragen, die Sinn machen. Wie möchte ich das? Wir haben den Nutzer, die können bei uns mit einer Frage, und dann gehen die Algorithmen erst aussetzen von einer Antwort. Und dann kategorisieren wir eine Funktion von der Nützlichkeit, und dann kriegen wir von diesem Instrument, verschiedene Seiten, die als vier geschlagen sind. Und dann stellt ihr fest, dass es eine Seite gibt, wo ähnliche Probleme aufgeschwärzt gehen. Und da kriegt ihr Zugang zu anderen Bereichen. Das heißt, da können die Experten aus den verschiedensten Bereichen können sich dann austauschen. Experten aus den verschiedensten Bereichen. Es ist auch den menschlichen Aspekt, der wesentlich ist. Als das also auch bei euch wesentlich ist. Ja, der Mensch ist am Zentrum. Mit Experten, die schaffen für den Nutzer, für den Benutzer. Und der Sinn besteht eigentlich daran, dass das Wissen konkret kann benutzt gehen und umgesetzt kann gehen. Und wenn das Wissen geschafft wird, da gibt es Herausforderungen, da gibt es Fragen, die in sich stellen. Die Fragen gehen nun die Experten gestellt, weil manches nicht ganz klar ist. Und dadurch ist es sich immer mehr Wissen und dass der Noka von anderen benutzt und entwickelt gehen.
Zusammen Arbeit muss nicht unbedingt zum Zeitpunkt bestehen, vom Zeitpunkt, wo das Wissen realisiert wird, aber besonders zum Zeitpunkt, wo es umgesetzt wird. Wenn ich etwas fand, was der Welt da sollte sein, abgepasst, das war für mich ganz nett. Ich meine, fehlt mir aber vielleicht noch den einen oder den anderen Aspekt für mich mit dem anderen auszutauschen. Das ist also wichtig für die Kenntnisse zu nutzen. Gilt auch hier auch konkret Beispiele für das Management vom Wissen an der Chambre de Commerce. Wie ich schon gesagt habe, ganz wichtig ist natürlich froh, wie kann den Leuten dazu bringen, dass sie wirklich ihr Wissen teilen wollen, dass Mitarbeiter sich austauschen, ihr Wissen vorgehen. Da probieren wir mal für dich, dass das Transmission vom Wissen erleichtert wird durch ein Informationsmanagement-System, wo die Verwaltung von Dokumenten geht, Instrumente für Kommunikation, dass sie kein E-Mail. Da probieren wir wirklich, das ganz, dem Ganzen eine neue Dynamik zu gehen, die nicht mit zu tun hat mit E-Mail, wo ihn ob eine neue Art und Weise ändert sich, kommuniziert, wo ihn einen gewissen Austausch von Informationen hat, aber dafür drin muss natürlich alle anderen Konzepte greifen, muss man da ich da Luft kriegen, für ihr Wissen auszutauschen, weil ohne man da ich da möchte das gesehen. Wir haben da noch gesagt, wir haben eine Reihe von Projekten, die wir ausschaffen, ich kann da Ihnen zwei davon nennen. Ich bin bereit schon von der Ausstellung par rapport zum Thema geschwärzt. Also muss ich wirklich eine aktiv Direktion und viel Schulungen für diese Ausstellung zu produzieren. Für das andere Konzepte konnten greifen, wie zum Beispiel die Kommunität von Experten aus den verschiedenen Domänen, Juristen und so weiter, die sich austauschen. Und dadurch wird der Wissensstand von den Leuten alle gut mehr groß. Es gibt also eine Synergie, da bilden sich sinnvoll Netze. Und intern hat das eine ganz positive Reperkussion. Wir hatten noch intern Kommunikationsplattformen, wo Mitarbeiter sich untereinander austauschen. Und da kann man sich auf verschiedene Projekte konzentrieren. Und das gibt gewisse Projekte, interne Projekte, auch mehr Leben. Da gibt es noch verschiedene Tipps und Tricks. Für möglichst agil zu schaffen, da probiere ich dann noch, ob die ganze Thematik Homeoffice, Teletravail und so anzugehen. Und dann haben wir natürlich so eine Art virtuelle Kaffeeskränzchen. Das ist nicht mehr wie früher, wo ihr sich begegnet hat bei der Kaffeemaschine. Beim Lockdown haben wir das virtuell gemacht. Das heißt, eine informelle Vernetzung, wo ihr sich austauschen kann. Das ist kein Kantin, das ist keine Kaffeemaschine da. Das fehlt natürlich ein bisschen. Aber da kann ihr sich dann austauschen, mit den Schwätzen, nicht nehmen am beruflichen Kontext natürlich. Und da gehen natürlich auch Informationen ausgetauscht. Wir unterstützen also Soft Skills auch auf internem Niveau.
Nun hat auch viel über den Lockdown geschwärzt, über Tatsache, dass er sich vielleicht isoliert gefühlt hat, wenn es dem Teletravail. Was können Wissensmanager, Knowledge Manager da machen? Oh, da gibt es natürlich ganz viele Herausforderungen. Es gibt verschiedene Konzepte und muss ich natürlich auch die richtige Frage stellen, an dem Sinn, da den sich fragt, wie werde dann Zukunft sein mit dem Teletravail? Das ist ein ganz interessantes Konzept. Früher war ja der Arbeitsplatz, der Platz, wo ihn sich zusammenfindet. An hier ist etwas, was sich ändert. An lo geht es darum, Verbindungen zu knüpfen. Ich sitze daheim vor meinem PC und ich mache irgendeine Arbeit und da feiere ich Konversationen A, B oder C. Der Unterschied ist, als die Kultur von der Entreprise, von der Organisation, die drinnen leidet. Hier brauchen wir mehr Konzepte. Wir müssen ein Zugehörigkeitsgefühl da finden. Aber wenn es so ein Gefühl, das in zusammengehört nicht geht, dann geht es auch nicht der Wunsch, Wissen weiterzugehen oder sich mit anderen auszutauschen. Also als Knowledge Manager, als Wissensmanager muss ich innovativ tätig sein, muss ich immer die neuesten Trends sehen und muss ich probieren, immer einen Schritt vorauszusehen. Die Pandemie hat also ganz viel gelehrt und da gibt es noch ganz viele Herausforderungen. Wir haben viel von Innovation geschwärzt und du hast auch froh abkommen, über den neuen Erderweis vom Brainstorming für die richtig Frauen zu stellen. Ja, ich hatte gerade schon gesagt, die Relation zwischen Frau und Entfert, das ist die Grundbasis von aller Etude. Wir haben dort Queststorming entwickelt, das ist ganz neu, eine ganz neue Methode. Und so können wir sicherstellen, dass die Leute auch Mut schaffen und dass sie ob der selbe Frage schaffen, an dem selben Objektiv. Und das ist ganz interessant und produktiv. Ja, vielen Dank, merci dir zwei. Wir kommen schon zum Schluss von dieser Runde, bei der wir über digitale Schaffung geschwärzt haben. Wir haben über Knowledge Manager, Wissensmanager geschwärzt, danach viel andere Sachen. Falls ihr noch Fragen habt, wir sind auch für euch erreichbar. Hashtag LSF2020 an den Chatten und so weiter. Also, ihr könnt gerne darauf reagieren. Mathilde und ich selber, wir können euch auch gerne bei einem Projekt begleiten, wenn ihr das wollt. Wir fahren noch vier Runden mit dem nächsten Podiumsgespräch an ungefähr 15 Minuten. Da geht es dann um das Management von den neuen Generationen. Wir gehen hier schon eine kleine Pause an ungefähr eine Viertelstunde geht es vier Runden.